So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Halo Reach. Part 2. Zweites Kapitel. Achtung, Kilo 3-3 und Kilo 3-4. Ihre Landezone ist zu heiß. Verstanden. Dort, bereithalten zum Empfang. Ja, Commander. Koordinaten erhalten. Sofortige Kurskorrektur eingeleitet. Die Schwerbasis des militärischen Nachrichtendienstes wird von einem Allianzschiff der Corvette-Klasse belagert. Orbitalmunition ist gegenwärtig aufgrund der Sensibilität dieser Einrichtung verboten. Leider konnte ich keine relevanten Daten zu feindlichen Truppen abrufen, doch die Verteidigung der Basis ist ungenügend. Der MND hat um den Eingriff des Noble Teams und dessen Hilfe bei der Sicherung der Schwertbasis gebeten. Okay, Leute. Das Schiff hat mir noch eine Weile am Hals. Kümmern wir uns um die Infanterie. Helft den Soldaten. Cat 6, los raus. George, Emil, macht euch bereit. Los geht's, Lieutenant. Angriff auf Schwertbasis zurückdrängen. Findet raus, womit wir es zu tun haben. So, wir müssen den Hof verteidigen. Feind im Norden. Schlagen wir ein paar Köpfe ein. Oh, was war das denn jetzt? Meine Fresse. Ja, wie es aussieht, viel mehr zurückerobern als verteidigen. Die Allianz ist uns deutlich überlegen hier. Wenn man mal von den Spartan-Soldaten absieht. So, ich hole mir mal das Schrotgewehr. Da müsste eigentlich eins liegen. Vielleicht hat sich das auch dieser Smith hier da geholt. War hier nicht normalerweise ein Schrotgewehr oder sowas? Greife an. Ja, dann nicht. Komisch. Scheiße. So, bis jetzt gab es noch einen Tod meinerseits. Bin ich toll. Gut, wenn ich jetzt schon gestorben wäre, das wäre auch jetzt nicht so dolle gewesen. Weil wirkliche Gefahren waren noch nicht da und wenn man da schon stirbt. So, ich hole mir mal ein bisschen Nachschub an Granaten. Zwei Stück, mehr gehen auch nicht. Jedenfalls von den menschlichen Granaten. Plasma darf ich auch noch zwei haben. Oder Haftgranaten. Na, ah, Cat. Lass mich doch mal durch, meine Güte. Oh, was war das denn? Meine Fresse. Oh. Nehmen wir das an uns? Warum nicht? Oh Gott. So. Oh, die halten ganz schön was aus, die Typen. Ja, wir hassen sie alle. Aber die Grunts sind richtig süß. Ich briefe sie auf den Weg. Schwertzentrale, sehe Zielsucher. Gibt es Artillerieunterstützung im Gebiet? Begrenzt, aber wir priorisieren für sie, Mann. So, die Stelle ist richtig fies. Ja, ich. Wie soll man hier Let's Play mit dauernd geredet wird? Meine Güte. Da, das ist richtig fies. Man achtet einfach an einem bestimmten Augenblick nicht mehr drauf und ist man so gut wie tot. Deswegen. Ach, Fresse. So, ich mach's auf Nummer sicher. Das ist wirklich gefährlich. Wenn man hier rumtrödelt, dann ist man so gut wie tot. Jedenfalls, wenn man da nicht aufpasst, ist klar, ne? Weil
Die Dinger steigen so hoch in die Luft, diese Plasmabomben oder Plasma-Einheiten. Und dann ist man buchstäblich gefickt. Oh Gott, ey. Sind wir mal gut hier. Wow. Das war ganz schön knapp. Gerade ist das Ding zu uns rübergefahren und der Mörser war natürlich auf den Waze gerichtet. Und wenn das schief gegangen wäre, wenn wir nicht den Panzerungsschild gehabt hätten, wären wir glatt mit der Mörserattacke selbst untergegangen. Hatte ich auch noch nicht. Also, ich finde sowieso unglaublich. Ich habe ja schon jetzt so manche Parts gedreht von Spielen. Die meisten wieder gelöscht, weil die Qualität bis jetzt nicht so perfekt war. Also, das hat sich ja alles mit der Videoschnittkarte gebessert. Und, also sprich Skyrim und jetzt Halo habe ich jetzt unter guten Einstellungen, unter guter Hardware gehütet. Und naja, jedenfalls ist mir schon ziemlich viel untergekommen zu Let's Plays. Wo gehe ich eigentlich hin? Über die Funkanlage der alten Kerrigan-Station könnten wir wieder Kontakt zum Kommando herstellen. Die Luftwehrbasis hat eine Flak-Batterie, die den Luftraum frei hält. Ja, und mir ist schon so einiges passiert. Auf geht's. Zum Beispiel habe ich auch mal so ein paar stille Parts. Also unkommentierte Let's Plays. Ja, ist ja gut. Da wird nur geredet. Unkommentierte Let's Plays gemacht. Auf Dailymotion war das. Einfach nur so aus Spaß. Und da habe ich wirklich den schönsten Schuss mit dem Granatwerfer aller Zeiten gelandet gegen einen Banshee. Also das war wirklich ein wunderschöner Schuss. Den könnt ihr euch ja mal ansehen, wenn ihr wollt. Ich glaube, es ist das vierte Kapitel. Also der vierte Part. Geht ja meist einher. Also 30 Minuten sind schon eine gute Einheit für ein Kapitel bei Halo Reach. Also das passt eigentlich immer, nur eins muss gesplittet werden, da das ist einfach zu groß. Kenner werden wissen, welches ich meine. Boah, das war wirklich ein geiler Schuss. War ich richtig stolz drauf. Natürlich hat das alles ein bisschen was mit Glück zu tun, aber... Meist denkt man, Mann, bin ich über, wenn man einen richtig schönen Schuss landet. Da denkt man noch gar nicht darüber nach, ob es ein Zufall war. Bla. Da haben wir auch gar keine Zeit für. Warum sollte man sich selbst runter machen? Man kann ja einfach mal behaupten, man wäre gut. So. So, Kumpel. Scheiße. Ich wollte ihn meucheln. Oder messern, ist es ja meist. Da war doch gerade noch einer, oder? Ja, er lebt noch, unglaublich. So, wo ist unser Fahrzeug? Achso. So, den schicken wir mal einen schönen Mörserhagel. Na komm schon, na komm! Oh, die beiden Schlimmsten, die sind natürlich jetzt da lang gestratzt. Hat uns gar nichts gebracht. Aber da. Oh, du fährst lieber nicht, Kumpel. Das ist mir zu gefährlich. Noch bin ich nicht gestorben und ich habe immer noch ein wenig Ehrgeiz, das ganze Spiel zu überleben. Na, natürlich werde ich immer auf der Hut sein. Ich hasse es, in einem Let's Play zu sterben. Ich werde mein Bestes geben, um ja nicht unterzugehen. Jetzt zur Farragut-Station. Bringen Sie die Funkanlage in Gang. Außerdem ist das immer so... Schwerzentrale hier. Boah. Dachten, Sie bräuchten etwas mobile Feuerkraft. Fast überschlagen, also... Hier passieren Dinge. So. Ja, normalerweise sind die Ghosts um einige stärker, aber wenn man da so einen kleinen Grunt drin sitzen hat, den muss man nur richtig erwischen und der Ghost muss man eigentlich nichts antun. Das Gefährliche an Grunts ist... Die werfen gerne mal eine Plasmagranate und wenn die einen Bartok erwischt, dann ist man am Arsch. Meist schafft man es nicht so schnell auszusteigen. Ich für meinen Teil, ja, einmal eine schöne Runde gedreht. Ich für meinen Teil habe nicht so eine perfekte Reaktion, wenn es um sowas geht. Naja, es kommt eigentlich drauf an. Ab und zu, da wundere ich mich über mich selbst, aber... In einem Augenblick schnell zu reagieren, das ist manchmal ein bisschen schwer für mich.
So, wir bieten uns mal einen kleinen Schutz, bis wir wieder ein bisschen Schild haben. Und dann nehmen wir mal die kleinen Babys hier auseinander. Na, das können wir uns jetzt nicht leisten. Noble, gib Gas. So. Wo ist der Rettler? Oh, scheiße. Was war das denn jetzt? So, ein schönes MG. So, ihr fahrt mal ein bisschen rum. Macht ihr das oder seid ihr dafür zu blöd? Die da draußen hole ich mir erstmal. Ja, okay. Was war das denn jetzt? So, was haben wir denn da unten? Da ist wahrscheinlich irgendein Fahrzeug. Ich habe doch gerade dieses Geräusch gehört. Da ist er. Na los, komm schon. Und mach's gut. Ja, lieber auf Nummer sicher gehen. Ich will nicht im zweiten Kapitel sterben. Obwohl, es ist gar nicht, ich glaube, es ist nicht so ein Vergehen, wenn man schon im zweiten Kapitel stirbt. Es sind schon Chancen da, abzukratzen, auf jeden Fall. Aber wie es aussieht, werde ich wohl Gott auf meiner Seite haben, sage ich mal so. Zweite Kapitel, was kann ich dazu sagen? Es ist nett, also es ist eine schöne Sache. Man kann sich ein bisschen durchprügeln. Es ist nichts, wo man sagt, nö, habe ich gerade keinen Bock drauf, das schon wieder und es dauert alles so lange. Es geht hier relativ schnell, man kann schön metzeln und schnetzeln. Die Dialoge sind schön. Die Sequenzen, gibt es überhaupt welche so richtig? Ja, ein paar. Der Schaft 6, die Funkanlage läuft. Ja, Anfang und Ende wahrscheinlich. Aber, ach, ihr wisst, was ich meine. Ist einfach ein nettes, kompaktes Level. Gefällt mir. Gibt doch andere dieser Art. Meist. Oh Gott, Cat, du fährst nicht. Ich fahre. Noble Strike, Noble 1 hier. Komm schleunig zurück zur Schwertbasis. Meist lohnt es sich, eine KI ans Geschütz zu lassen. Die schießen immer ganz gut. Ah, stimmt, wir kriegen jetzt das Gauss-Geschütz. Das habe ich total vergessen. Gut gemacht, Spartans. Zurück zur Schwertbasis. Der Rest ihres Teams kommt auch gleich. Warum jetzt Cat nicht einsteigt, verstehe ich nicht ganz. Was sollte das denn jetzt? Ach so, ja, sie hat jetzt den Platz für sich beansprucht. Jo, fahren wir mal lang und sehen mal, was wir noch sehen. Oh, was haben wir denn da? Bereit machen. Allianz Corvette geht in Position. Ja, so viel zur Präzision der KI. Ey, jetzt gib mal da ein bisschen Gummi. Wir treffen uns drinnen. Oh, das war doch schön. Ein kleines Finale. Oder Schuss. Mal diese Explosion eben war. Wahrscheinlich die Plasmagranate. So, ja. Hier seht ihr mal, die Menschen, die haben ordentlich was aufgefahren. Wir sind der Allianz deutlich in Technik unterlegen, was vor allem die Orbit-Raumschiffe und so anbelangt, aber so am Boden, die Bodentruppen, ich glaube, die haben schon immer gesiegt. Also die Menschen, die waren schon immer taktisch klüger, was man ja auch merkt. Grunts, die laufen ja meist nur wild umher, Eliten brüllen vor sich hin, also da gibt es schon Chancen, die kurzum abzuschlachten. Wir stecken im Turmatrium fest. Cat, wo seid ihr? Gleich da. Ich finde es so lächerlich, dass es hier so lange auf einmal dauert, sonst öffnen die sofort. Das war jetzt wirklich nur für den Dialog, haben die jetzt extra das Tor langsamer aufgehen lassen. Ich glaube, in einem kommenden Level, da muss man hier nochmal durch und dann geht das Tor abrupt auf. Ah. Oh Gott! Einsteigen oder laufen? Gar nichts einsteigen. Kommst du mal bitte? Einsteigen oder laufen? Jetzt werden wir hier mit dem Bartok durchgehen. Alter Schwede! Ich verstehe, wieso kommen Kamikaze-Guns gleich am Anfang? Das ist doch überhaupt nicht, Tutorial-freundlich. Die ersten Kapitel sind doch immer erst so nett. So einfach. Aber finde ich schön, dass es so ist. Welcher Halo-Fan will sich denn bitte mit zwei Anfängerleveln rumschlagen? Jetzt gleich zur Sache. Sind ja auch gar nicht so viele Kapitel. Ich glaube 12.
oder? Ja, ich glaube 12 Kapitel sind's. Oh Gott! Ja, das war scheiße. Obwohl, ging. Ja, scheiße, ich habe leider keine Waffe. Die muss ich mir jetzt besorgen. Oh Gott. So, aus dem Weg. Ah, Nadelwerfer, mit denen kann ich nichts anfangen. Oh, scheiße. Wenigstens 2 Granaten. Ah, die war scheiße geworfen. Oh, gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Wupp. Und wupp. Ja, wenigstens einen. Oder, ach, Kett hat auch den zweiten erledigt, oder? Nein, da ist er. So, und jetzt tschüss. Scheiße. Normalerweise haut das ganz schön rein, wenn so ein Gabelstab da in die Luft geht. Oh Gott. Ich denke, jetzt ist es möglich. Oh, ich vergesse immer Kett mitzunehmen. Schon letztes Mal passiert. Die Korvette gibt sich echt Mühe. Also, ich kann es schaffen, auf jeden Fall. So, schön Munition. Das hier können. Es kommt. Und. Oh Gott, hier ist doch gleich ein Kamikaze gewandt. Da muss man echt aufpassen. Nie so losstürmen. Ich mach's meist, aber. Man soll es besser nicht tun. Da entscheidet sich ein Guantma für einen Kamikaze-Angriff. Innerhalb von 2 Sekunden hat er sich ausgerüstet mit 2 Plasmagranaten. Und dann seid ihr gefickt. 6, die Ohren hinter mir. George, sorgt dafür, dass er auch herkommt. Was denn? So, das Ding brauchen wir nicht mehr, den Mörser. Dann nehmen wir die ganz normale Alien-Waffe. Naja, das ist schon eine etwas bessere Waffe. Ist ja noch die Plasma-Pistole und nicht dieses. Na, wie heißt denn das Ding hier? Das weiß ich gar nicht. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott! Meine Fresse! Ich brauche noch einen Spartan hier oben. 6, geh ins oberste Geschoss und hilf Emil. Boah, was sind wir für eine Armee? Alter Schwede. Oh, ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen ins Mikrofon gebrüllt. Alter, das hatte ich ja noch nie, das 3 Kamikaze Guns. Also, oder ist mir das sonst nie aufgefallen oder bin ich einfach mit Anstand gestorben? Ich wusste nicht mal, dass in den ersten beiden Level überhaupt Kamikaze Guns auftauchen. Oh Gott. Jetzt immer, wenn ich so einen Grunt heulen höre, da denke ich immer sofort, ich bin dran. Plasma kann diese Scheiben nicht zerstören, weil jetzt guck mal. Es geht, ist ein bisschen komisch. Plasma ist doch ultra heiß, da kann ja wohl mal Glas kaputt gehen. Oder wenigstens wegschmelzen. So. Oh Gott! Ja, das ist auch so der Nachteil. Wenn man einem Grunt oder sonstigen Monster eine Granate an den Kopf wirft oder sonst wohin. Und die haftet, dann haben die meist die Eigenschaft, auf einen zuzurennen, was eigentlich ziemlich brillant ist. So, Jungs, könnt ihr die mal bitte erledigen? Oder ist es so schwer? Ja, okay, das ist schon eine gewisse Phalanx, die da aufbauen, aber guter Wurf, guter Wurf. Ich muss sowieso sagen, die KIs bei Halo sind echt brillant, also da muss man Bungie wirklich Lob aussprechen, oder jetzt auch, na, 343 Industries muss ich ja noch beweisen, Halo Anniversary bedeutet ja noch gar nichts. ist ja nur aufgepusht mit der Grafik, mehr nicht, also, sagt was ihr drauf habt, ich bin gespannt, ich gebe euch eine Chance, auf jeden Fall, die Trailer versprechen schon viel. Kriegen wahrscheinlich auch Millionen an Geldern in den Arsch geschoben von Microsoft. Und ich hoffe, dass es ein geiles Spiel wird. Und ich hoffe, dass ich mit den Let's Plays von Halo durch bin.
damit ich dann Halo 4 angehen kann, also bis zum Erscheinungsdatum. Ich glaube, der 6. November muss es sein. Oh, scheiße. Los. Weg da. Was war das denn? Der hat ja wirklich berührt. Ich verdammter Volltrottel. Ich habe die Sprengkraft einer Rakete unterschätzt. Das war ein totaler Anfängerfehler. So eine Scheiße. So eine Scheiße, so ein peinlicher Anfängerfehler. Boah, ich schäme mich so. Oh, bitte verzeiht mir. Was war das denn jetzt? Boah, und jetzt, ich habe auch noch einen Soldaten von mir drauf gehen lassen. Also ich habe gerade überhaupt nicht nachgedacht. Ich weiß nicht. Kann ich keine Entfernung abschätzen? Ich weiß nicht, was da gerade abging. Oh, meine Güte. Und wir schlagen uns hier 100 Jahre schon mit diesen Typen rum. Jetzt verpiss dich, Mann. Jetzt ist aber Ruhe da hinten. Scheiß Mutti hier da. Jetzt. Meine Güte. Ja, ich suche mir erstmal einen Raketenwerfer und dann trete ich ihm in den Arsch. Okay, da ist er ja. Ja, ich weiß auch, woher der kommt. Dem Selbstmordkommando. Ha, fick dich doch. Tschüss. So, jetzt ist Ruhe da hinten. Ah, bringt dir auch nichts mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt war oder der Mitstreiter. So. Ich denke, das war's. Die Longswords treten in Aktion. Die orbitale Verteidigung ist schussbereit. Ja, aus der Traum. Halo Reach war meine Hoffnung auf Non-Tod. Ich hab's versaut. Mit dem zweiten Kapitel, ich will hier niemanden anlügen, werde das natürlich reinstellen. Ist ja ganz klar. Und war ein Anfängerfehler. Scheiße. Konto 1. Traurige Sache. Schön, oder? Jemand sollte ein Foto machen. Übrigens, gut gemacht. Immer gerne. 5-6 in den Forschungsflügel. Dr. Halsey ruft zur Nachbesprechung. Der Befehl wurde bereits erteilt. Wie bitte? Haben Sie Halsey gesagt? Genau. Okay, sind auf dem Weg. Da brauche ich keinen Befehl. Ich gehöre schon mein halbes Leben. Ja, George ist der Sohn von Dr. Halsey, die das Spartan-Programm ins Leben gerufen hat. Ich habe Ihre Hilfe angefordert, Commander. Ich brauche keinen Bericht über Dinge, die vor meiner Haustür stattfinden. Ich möchte von Ihnen einen detaillierten Bericht zu Ihrem letzten Einsatz. George, es ist so lange her. Mom? Was hast du meiner Panzerung angetan? Nur ein paar Ergänzungen. Aha. Wiesegrad Relais. Das Datenzentrum gehörte einem meiner Xeno-Archäologen, Professor Laszlo Sorvat. Vielleicht können Sie seinen Tod aufklären. Männlicher Zivilist, Mitte 60, starb mit einem Partikelschwert der Allianz im Bauch. Eliten also. Uns haben sie auch angegriffen. Kurz nachdem wir die Tochter ihres Forschers fanden. Sie hatte sich in... Irrelevant. Die Eliten. Erzähl mir mehr über sie. 3. Zelotenklasse. Einer ist entkommen. Sah wie ihr Anführer aus. Zeloten? Ganz sicher? Panzerung stimmt überein. Schildstärke auch. Ich habe befohlen, ihn nicht zu verfolgen. Unser Primärziel war die Reparatur des Relais der Station. Primärziel? Commander, sind Sie eine Marionette oder ein Spartan? Ma'am? Einige beim MND glauben, so wie ich, dass die Allianz Eliten Spätrupps schickt, um für ihre Religion wertvolle Artefakte zu sammeln. Laut Berichten von Überlebenden sind diese Trupps klein, wendig und fast immer Zelotenklasse. Sie kamen zweifelsohne zur Station wegen der dort gespeicherten MND-Ausgrabungsdaten. Und sie haben sie entkommen lassen. Datensicherung gehörte nicht zur Anweisung. Und wir hatten auch andere, dringendere Verpflichtungen. Wie den Planeten zu warnen.
Professor Sorvats letzter Forschungseintrag bezog sich auf eine Schlüsselentdeckung. Schlüssel. Das Wort würde er nicht unbedacht verwenden. Hoffentlich ist es auf dem Datenmodul, das Ihr Lieutenant Commander gestohlen hat. Cat. Bevor Sie fragen, ich wurde sofort alarmiert, als Sie versucht haben, auf die Inhalte zuzugreifen, wie bei jedem unautorisierten Zugriff. Die Daten sind streng geheim. Ich könnte Sie für eine solche Störung meiner Arbeit in den Knast wandern lassen. Sie könnten gleich mitgehen. Wie bitte? Der Notfallplan Winter ist in Kraft getreten. Sie kennen doch sicher die Strafe für Einmischung in Spartan-Einsätze durch Zivilisten. Ist das eine Drohung, Commander? Soll nur ein Hinweis sein, Ma'am. Na los, Noble Team. Ma'am? Das wär's erstmal, George. So, und wir sehen uns in Part 3.